Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht es wieder um Hashtag ungeschönt. Das heißt, meine Freundin Sarah, Isabelle und ich machen einfach ein Schminki. Ja, und zwar mit Produkten aus unserer Sammlung. Das sind jetzt keine Neuheiten oder so. Und dieses Mal durfte ich mir ein Thema aussuchen, weil es mein Geburtstagsmonat ist. Und da ich nun mal vom Sternzeichen her Zwilling bin, mag ich das super gerne, wenn man so einen Zwei-Gesichter-Look schminkt. Und heute geht es um die besten versus die schlechtesten Produkte von DM. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Fand ich super spannend. Es war mega viel Arbeit, das Ganze jetzt rauszusuchen. Vor allem dann auch wirklich Produkte zu finden, die ich dann auch in meiner Sammlung habe. Und zwei Produkte sind auch ziemlich funny, aber da kommen wir im Laufe der Zeit zu. Und ja, diese Gesichtshälfte ist meine aktuell nicht so gute. Also da habe ich ein paar Unreinheiten und so. Das heißt, da mache ich jetzt mal die Produkte drauf, die am besten bewertet wurden. Und hier die, die am schlechtesten bewertet wurden. Ich habe das auch dann entsprechend sortiert. Das kann man machen, ne? Dass man halt nach Bewertung sortiert. Und wenn ein Produkt jetzt gar keine Bewertung hatte, war es dann halt außen vor. Und das, was ausverkauft war, war dann quasi auch nicht mit aufgeführt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass irgendein Produkt mir quasi durch die Lappen gegangen ist. Wir machen jetzt aber einfach mal das Schminki, ne? Ja, ich bin echt aufgeregt, weil hier stehen eigentlich Produkte, die ich mag. Für beide Seiten. Nun, ich starte mit der, Gut-Seite. Wie nenne ich sie? Keine Ahnung. Das bestbewerteteste Produkt von DM als Primer ist der Maybelline Fit Me Luminous and Smooth. Jedenfalls das, was ich in meiner Sammlung habe. Und den trage ich mir immer so direkt im Gesicht auf und verteile ihn einfach. Der ist auch super angenehm, der ist nicht zu reichhaltig und auch nicht zu schimmernd. Also ich mag den auch sehr, sehr gerne. Und hat dabei noch einen leichten und dezenten Duft nach Sonnencreme fast schon. Oder irgendwelcher netten, angenehmen Panthenolcreme quasi. Und das, was am schlechtesten bewertet war, kann ich gar nicht nachvollziehen, ist hier der Magic Filter Glow Booster von Essence. Ein super glowy Produkt, den man sogar solo tragen kann. Aber ich finde den sehr, sehr gut. Wahrscheinlich, weil ich halt auch einfach eine sehr trockene Haut habe. Denn der ist echt reichhaltig. Aber genau das schätze ich sehr an ihm. Und ja, der müffelt ein bisschen, ne? Und der gibt ein mega Glow. Ich stehe drauf, ich mag es einfach super gerne. Also noch mehr Luminous als quasi der von Maybelline. Also für mich sind beide Produkte absolute Favoriten. Bei der Foundation, das war irgendwie halt auch irgendwie keine Überraschung. Die L'Oreal Perfect Match Nude, die ist sehr, sehr gut bewertet. Auch das ist übrigens ein eher glowy Produkt, ne? Also ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Habt ihr euch auch schon öfters mal in Favoriten und so gezeigt. Das ist ein mega flüssiges Produkt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Hosen und T-Shirts ich mir damit schon versaut habe. Lässt sich total leicht verteilen, fühlt sich angenehm auf der Haut an. Wie gesagt, hat auch einen leichten Glow mit dabei. Mich persönlich, ja schon, hat es irgendwie einerseits nicht überrascht, dass es dieses Produkt geworden ist, weil es einfach so gut ist. Andererseits haben sich auch viele darüber beschwert, dass es halt keine große Farbauswahl hat, was natürlich sehr schade ist, ne? Da muss man halt wirklich einfach nur hoffen, dass die Farben, die dort verfügbar sind, einem dann auch irgendwie passen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass die hellste Nuance mir richtig gut passt und das ist wie so ungeschminkt, aber doch so ein bisschen ausgeglichen, mag ich sehr, sehr gerne. Den Pinsel werde ich jetzt auch wieder verwenden, den mache ich jetzt am Handtuch aber neben mir sauber. Denn jetzt kommen wir zu der am schlechtesten bewerteten Foundation. Auch das ein Serumprodukt von Trended Up, habe ich in 005, Hydro Stay Silky Serum Foundation, das ist diese hier. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach die Farben bei vielen nicht so gepasst haben. Sollte man schütteln, genauso wie die L'Oreal, weil es halt ein Serumprodukt ist und die Firmen verwenden immer weniger von diesen ja, Konservierungsstoffen und so, sodass man da immer schön seine Winkeärmchen beanspruchen sollte und die Produkte vorher schütteln sollte. Ist nämlich bei mir tatsächlich auch so, dass das hier ja, glaube ich, die hellste Nuance ist. Selbst die ist mir ein Mini-Mini-Tick zu dunkel. Aber dadurch, dass es halt so eine leichte Deckkraft hat und eine so leichte Textur, funktioniert es eigentlich recht gut. Aber ihr seht schon, es ist eher was für den Hochsommer. Bei beiden habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, da jetzt gleich nochmal mit dem Schwämmchen hinterher zu gehen, weil sich das halt so mit dem Pinsel schon richtig gut einarbeiten lässt, richtig gut mit der Haut verschmilzt. Und sollten euch die Farben von der Trended Up Serum Foundation passen, empfehle ich euch, die auf jeden Fall eher zu nehmen als die L'Oreal, wenn ihr eine etwas höhere Deckkraft möchtet, weil genau das macht sie und es fühlt sich wie Luft auf der Haut an. Wirklich, das ist unglaublich schön und ich verblende jetzt auch den Hals runter, weil man kann es sehen, die hat wirklich einen Gelbstich mit dabei. Schade, ne? Aber an und für sich ist die richtig toll von der Textur her.
ich mag die. Also, ja, ne? Auch ein Mega-Favorit von mir, genauso wie von den Bewertungsmenschen, ist hier dieser L'Oreal True Match Concealer. Habe ich in der Farbe 1R-C. Super leicht, super angenehm auf der Haut, lässt sich schön verblenden. Hat eine, meiner Meinung nach, wirklich optimale Deckkraft. Ich habe jetzt sogar das gleiche Schwämmchen für beide Seiten. Also beides ist ein Neo-Schwämmchen, aber ich habe für die beiden Seiten jeweils einen Schwamm. Ich glaube, aktuell verwendet Sarah Isabel zum Beispiel diesen Concealer komplett übers ganze Gesicht. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, weil wir haben ja auch gesagt, wir nehmen nur Produkte aus unserer Sammlung und jetzt nicht irgendwelche Neuheiten oder so. Ne? Das wird wirklich abgefahren. Wir haben in mancherlei Hinsicht schon den ähnlichen Geschmack, aber wir sind uns manchmal auch sehr unterschiedlich von den Bedürfnissen her. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, wie ihr Resultat so sein wird, welche Produkte da bei ihr tatsächlich auch rauskommen werden. Und der Concealer funktioniert halt super, super gut zusammen mit der Foundation. Also da merkt man halt, dass es auch wirklich aufeinander abgestimmt ist. Das mag ich. Man sieht jetzt hier auch wirklich vom Finish her, haben wir keine sichtbare Deckkraft. Aber es hat ein bisschen die Rötung und die leichten Augenschatten halt abgedeckt. Auf dem Auge drauf kommt gleich ein Primer. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so wild, wie es ist. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt, ich sag mal, so einen kleinen Kontrast, denn das hier ist wirklich ein sehr, sehr deckendes Produkt. Maybelline 30 Stunden Superstay Active Wear in der Farbe 05. Der ist gar nicht gut bewertet worden. Holla die Waldfee. Da war auch die Foundation wirklich sehr, sehr schlecht damals. Ne? Die habe ich auch gar nicht mehr. Ich habe den auch in einer sehr hellen Farbe und ich versuche da jetzt auch nicht zu viel von zu verwenden. Hier ist wirklich weniger mehr. Wenn ich davon auch zu viel nehme, dann wird das auch zu viel. Also das betont dann mehr, als dass es dann quasi ja, die Augenschatten abdeckt. Farbtechnisch ist es für mich eher ein Winterconcealer, weil 05 ist wirklich Eiszeit. Ich kann damit aber so ein bisschen die etwas zu dunkle Foundation korrigieren. Ne? Das ist schon mal ganz nett. Vielleicht minimal noch aufbauen mit einem Tupfer. Also auch aus der Nähe. Ich kann mich nicht beschweren, ne? Das ist ein schöner Concealer, deswegen, ne, ja, also, kann ich nicht jede Meinung teilen, die da quasi in den Bewertungen sich wiedergespiegelt hat. Als Lidschattenbasis habe ich tatsächlich nur ein einziges Produkt, weil es ist das einzige aus der Drogerie, was es noch gibt, was ich einfach da habe. Von NYX ist das einfach der Shadow & Liner Primer Ultimate, der dann natürlich sowohl als bester als auch als schlechtester Primer jetzt auftaucht. Der hat keine eigene große Deckkraft oder so. Den kann man sich dann einfach so mit dem Finger verteilen. Ich würde sagen, dass er, also jetzt nicht so super klebrig dann wird, ne? Halt irgendwie ein Stück weit mattiert sogar fast schon, ganz abgefahren. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch diese Bewertungen, die da so abgegeben worden sind, teilt. Also ihr seht es ja bei mir selber, ne? Dass ich nicht unbedingt jede Bewertung so unterschreiben kann. Von den Produkten, die sehr gut bewertet worden sind, teilweise schon, ja. Aber die sehr schlecht bewertet worden sind, sind teilweise echt große Favoriten von mir. So, Puder. Da habe ich hier auf der, das bestbewerteste Puder, was ich da habe, ist von Maybelline, das Fit Me Matte & Poreless. Finde ich ganz interessant, dass halt, obwohl ja irgendwie die glowy Zeit ist, in Anführungsstrichen, ne? Also es wird halt wirklich sehr viel mit Glow gearbeitet, ein mattierendes Puder als schlechtestes bewertet wird. Ist jetzt aber keins, wo ich dann irgendwie jedes Mal zugreife, wenn ich mir denke, Mensch, ein Puder, dann nehme ich doch das hier. Weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass viele das total feiern und habe das auch schon öfters mal so in Favoritenvideos und so gesehen. Ne? Also das macht nicht irgendwie cakey, wenn du nicht so viel davon nimmst, es mattiert halt auch und ja, gibt halt einfach ein schönes, ebenes Finish. Aber das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen, denn auf der am schlechtesten bewertesten Seite habe ich hier eins meiner absoluten Lieblinge von Catrice Soft Glam Filter Powder. Das hat halt so einen ganz leichten Glow mit dabei. Es ist halt nicht so tot mattierend. Ne? Also wenn ich das drauf mache, habe ich halt immer noch meinen Glow und das mag ich ja ganz gerne. Wir haben ja auch verschiedene Farben mit dabei. Also für mich ist es ein schönes Puder, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ich halt auch kühl, neutral vom Hautunterton bin und deswegen halt diese Konstellation der verschiedenen marmorierten Farben hier drin bei mir einfach sehr gut passt, ne? Und ja, auch hier müffelt es ein ganz kleines bisschen, aber ich glaube, es liegt halt wirklich daran, dass immer mehr darauf verzichtet wird, diese ganzen Konservierungsstoffe und Parfümstoffe zu nehmen und das eine willste, das andere musste. Und was ich halt auch so krass finde, dadurch, dass ich jetzt das Puder auch so aufgetragen habe, schaut euch das mal an, wie gut die Foundation auch auf meinem Gesicht aussieht von der Farbe her, ne? Überhaupt kein Problem.
Ich weiß nicht, ob unbedingt diese Farbe auch am besten bewertet war. Von Max Factor Facefinity Powder Bronzer in der Farbe 001 Light Bronze habe ich den. Der ist jetzt nicht mein Favorit, um das mal so zu sagen. Ich finde den nämlich sogar ein bisschen dunkel für mein Bedürfnis. Und ich finde, du kriegst halt sehr, sehr viel hier rein, wenn du mit dem Pinsel reingehst. Also unglaublich viel. Das muss man manchmal am besten so zum Beispiel auf dem Handrücken einarbeiten oder so. Weil ansonsten kriegst du da halt einen Fleck ins Gesicht. Und das will ich jetzt nicht unbedingt haben. Das heißt, ich trage mir den immer nur sehr, sehr leicht auf. Ich finde den sogar einen ganz kleinen Tick fleckig. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ne? Das kommt halt auch immer so drauf an, wie man den aufträgt. Ich habe den jetzt getupft. Ist halt nicht mein Favorit. Ich mag die Farbe halt auch nicht so ultra gerne. Wohingegen ich halt sagen muss, dass ich den Catrice Holiday Skin Luminous Bronzer richtig gut finde, der ist am schlechtesten bewertet worden. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe die Farbe 010 Summer in the City. Ich meine, auch hier kriegst du ordentlich was auf dem Pinsel, ne? Wenn du so drauf gehst. Ich weite das jetzt in meine Handinnenfläche ein. Und es ist halt auch wirklich ein Bronzer. Aber der ist für mich halt perfekter oder passender, weil der mehr so mit meinem Teint verschmilzt. Also es ist bei Bronzer, bei Blush und so, das ist halt auch immer eine Präferenzgeschichte von der, also welche Farbe man halt ausgewählt hat, ne? Und ich mag eigentlich zum Beispiel nicht gerne Luminous Bronzer, also Bronzer, die einen Glow mit dabei haben. Bei dem finde ich das ehrlich gesagt schön. Ausnahmsweise mal. Also auch hier Krümelparty, aber ich mag das Produkt sehr gerne. Ich habe euch alle Produkte sowieso, so, doch die gibt es ja klar noch, habe ich auch gefunden. Also ich habe euch die auch in der Infobox verlinkt, ne? Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne dort mal vorbeischauen. Und bei den Blushes war ich total verwirrt, Leute. Als bestbewertetester Blush habe ich hier nämlich von Alverde in der Farbe Pretty Terra 03 diesen Blush. Also Naturkosmetik finde ich jetzt sehr interessant, weil Alterra oder Alverde natürlich, weil die M, die kommen meistens nicht ganz so gut weg. Muss ich ganz ehrlich sagen, halt bei mir selber auch, ne? Dass ich da halt auch irgendwie nicht so merke, dass ich da mein Fullface Glam Make-up oder so mit schminken könnte. Nun, die Farbe ist wunderschön, gar keine Frage. Und wahrscheinlich ist der auch deswegen so gut bewertet worden. Schauen wir mal. Ich trage mir den jetzt hier, wie gesagt, dann auf der Favoritenseite auf. Und das ist schön, definitiv. Hat ja auch einen Grund, weswegen der noch in meiner Sammlung drin ist. Der ist jetzt nicht todesmatt, der hat auch einen leichten Glow mit dabei, lässt sich schön ausblenden. Ne, auf jeden Fall mal einen Blick wert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der auf dieser Seite auftaucht, bin ich ganz ehrlich. Und auch bei dem, der am schlechtesten bewertet war, bin ich aus allen Wolken gefallen. Denn das ist von Max Factor, der Facefinity Blush in der Farbnuance 50 Sunkissed Rose. Der ist doch wunderschön. Was ist denn damit nicht? Gut, ich weiß es nicht. Der ist voll schön. Okay, Pinsel sauber machen. Dann gucken wir mal. Ja, der ist intensiv. Vielleicht deswegen, dass man den halt auch erstmal... Nö, also gibt jetzt auch nicht die Farbe hier auf meinen Handrücken ab, ne? Weiß ich nicht. Eigentlich fand ich den immer schön. Vielleicht, weil der im Swatch intensiver rüberkommt, als wenn man den dann wirklich aufträgt. Weiß ich nicht. Muss man halt langsam aufbauen, ne? Ja, wobei, ich sehe es auch ein bisschen fleckig wird der. Hier an meinem Haaransatz. Aber ansonsten, auch so auf der Wange, das sieht voll gut aus. Ich mag den. Ja, ist ein bisschen zurückhaltender als das, was man hier so im Pfändchen gezeigt bekommt, ne? Aber ich finde, es ist ein schönes Produkt. Jetzt kommen wir zu Highlightern. Auch damit habe ich nicht gerechnet und ich war selber erstaunt, dass ich ihn habe. Von Trended Up, der Silky Baked Highlighter. Den habe ich in der Farbe 010. Ist am besten bewertet bei DM. Ich meine, der ist schön, ne? Ja. Aber dass der besser bewertet ist als so viele andere, die ich habe, finde ich einfach interessant. So, ich gehe da rein, trage ihn mir auf und der ist auch super angenehm, einfach dadurch, dass du keinen groben Glitzer hier mit dabei hast. Du hast ja auch eine ganz leichte Formulierung und der lässt sich auch schön einarbeiten, einpolieren und du hast dann halt wirklich so einen Alltagshighlighter, der jetzt nicht so bam in your face ist. So sieht man ihn vielleicht besser, weil da vorne ein Fenster ist. ich finde den auch schön, auf jeden Fall. Den kann man sich sogar komplett als Finishing Powder übers Gesicht geben, wenn einem der Look, den man so trägt, etwas zu matt erscheint. Ne? Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, denn ich wollte eigentlich diesen Highlighter auf meine Base auftragen und habe jetzt ja quasi schon mein Puder drauf. Egal, am schlechtesten bewertet ist tatsächlich der Baby Got Glow Liquid Highlighter von Essence. Das ist dieser hier. Den habe ich in der Farbe 10 Sassy in Silk. Und ja, ich weiß nicht. Ne? Also der hat ein sehr, sehr hartes Puffelding, das weiß ich auch noch. Muss ich nur wieder was hochpumpen. Ah, okay, das war auch noch so eine Sache. Das kommt hier total blöd raus. Das ist nicht so, wie man das so normalerweise von diesen Wand
Viechern kennt. Ne? Das kommt halt wirklich als sehr feste Konsistenz hier raus. Und dann ist es natürlich etwas schwerer einzuarbeiten. Das stimmt. Ich habe das jetzt hier auf meinem Handrücken und werde das jetzt einfach mal mit meinem Finger auftragen. Geht mir das hier so on top. Aber an und für sich finde ich den Highlighter schön. Der wird sehr schnell hart, also ne, trocken, sodass er sich dann nicht schnell, also dass man nicht gut was nachnehmen kann. Aber wenn ich den jetzt nur so auftrage, ist er doch voll schön. Ist halt ein bisschen dezenter, aber das ist der, der am besten bewertet wurde auch. Ja gut, jetzt übertreibe ich, ne? Jetzt mache ich ein bisschen zu viel drauf, aber ich finde den schön. Also wie gesagt, für mich auch ein schönes Produkt. Einzig der Applikator ist dumm, weil, also das hätte man einfach in einer Tube machen sollen, weil du hast hier oben dieses Loch drin, dann kommt das raus. Das ist halt irgendwie total Banane gemacht, aber an und für sich ist das Produkt schön. Am besten bewertet wurde der Augenbrauenstift Skinny Definer Brow Artist von L'Oreal. Der sieht aber jetzt, glaube ich, mittlerweile ein bisschen anders aus. Ich habe den jetzt hier in der Farbnuance Chetane 104. Ein wundervoller Augenbrauenstift, der auch farblich bei mir sehr gut passt. Ich glaube, Sarah Isabel lädt heute um 18 Uhr hoch. Also sobald das Video von ihr verfügbar ist, packe ich euch das auch super gerne mal in die Infobox. Und wie gesagt, ich bin da gespannt, welche Produkte sie da zeigen wird und was davon sie halt bei sich in der Sammlung hat. Das finde ich so aufregend, weil es sind ja tausende von Produkte gewesen, durch die ich mich ja dann auch durchgewühlt habe. Ne? Wo ich dann auch immer geguckt habe, habe ich das da und ja. Wie ist das so bewertet und so. Und das war einfach abgefahren, ganz einfach. Und deswegen, ich kenne ihre Schminksammlung. Ich habe da auch schon mal reingestöbert, als ich bei ihr zu Besuch war. Und das ist schon eine Arbeit. Aber wie gesagt, mal gucken, welche der Produkte dann bei ihr im Gesicht landen werden und was sie uns dann quasi vorstellen wird. Ich bin echt sehr gespannt. Andere Seite. Kann ich nicht nachvollziehen, bin ich ehrlich. Ich habe meine Farbe leider aktuell nicht da. Das ist jetzt die Farbe 020 Medium und zwar der Catrice Lymatic Ultra Precise Brow Pencil. Ich glaube, dass der auch einfach so schlecht bewertet wurde. Nicht, weil der Stift an und für sich schlecht ist, sondern weil der so unglaublich schnell leer geht. Das finde ich auch wirklich unverschämt. Wenn ich den halt in... Hier draußen wird Rasen gemäht, ne? Wenn ich den in regelmäßiger Anwendung habe, bin ich da in einer Woche mit fertig. Also das ist... Dann auch preis-leistungstechnisch leider schade. Und wir sehen echt, ne, Catrice kommt gar nicht so gut weg hier. So, das nächste Produkt ist super witzig, denn auch das hier gab es für beide Seiten. Und zwar nicht, weil ich nicht noch andere Augenbrauengele gehabt hätte, sondern weil das im Set am besten bewertet war und solo am schlechtesten. Das ist der Catrice Super Glue, das Brow Styling Gel. Man sieht, ich habe schon ordentlich in Anwendung. Das ist normalerweise ein klares Produkt. Das kommt jetzt auf beide Seiten. Ich mag es sehr, sehr gerne. Man muss am Anfang halt hier so ein bisschen den Spoolie abstreifen. Und dann auch vorsichtig durch die Augenbrauenhärchen durchgehen. Aber ich liebe es, wie sehr die Augenbrauenhärchen dadurch festgetackert werden, Leute. Das ist einfach ein Träumchen. Und das hält den ganzen Tag. Das ist schweißresistent. Und ja, das runterzuschminken ist so eine Sache. Aber wenn ich mir halt auch sowieso relativ krasse Look schminke, mache ich ja eh Double Cleansing. Und damit geht das easy weg. Aber ich habe halt auch nicht die fülligsten Augenbrauen oder so. Das ist bei mir halt, wie es ist. Und ich mag dieses Augenbrauengel richtig gerne. Und jetzt kommen wir zu Lidschattenpaletten. Da habe ich für die bestbewerteteste Seite die Catrice 5 in a Box, die 10 Golden Nude Look. Und für die andere Seite, für die, die am schlechtesten bewertet ist, ebenfalls Catrice, und zwar aus dieser Slim-Reihe, die Safari Fever-Geschichte. Und ich habe hier wirklich sehr, sehr ähnliche Töne in beiden Paletten drin, weswegen ich eigentlich sogar einen ähnlichen Look schminken könnte. Und ihr seht jetzt auch aus der Nähe, ne? Also die Base sieht auf beiden Seiten wirklich gut aus. Muss ich wirklich, wirklich sagen. Manchmal ist es auch eine Sache, in welcher Kombination man welche Produkte so verwendet und in welcher Menge auch manchmal und ich weiß nicht. Und welchen Hauttyp man so halt auch hat, ne? Das ist auch immer wichtig. So, die beiden Paletten lege ich dann vor mir hin, dass ich dann auch ungefähr weiß, was ich so machen kann. Okay, also in der Five in a Box haben wir keine Farbbezeichnung, aber in der Safari Fever, wir haben bei beiden keinen Spiegel, also nehme ich mir hier meinen Rentierspiegel. Und dann starte ich auf beiden Seiten mit so einem Eierschalenton, um mein Lid zu setten. Und den kann ich auch nachher sicherlich ganz gut nehmen, um das Ganze auszublenden. Für die Safari Fever, also Worst Rated Geschichte, habe ich den Ton Delight. Oh, der ist aber auch ein bisschen dunkler. Dann nehme ich mir aus der Five in a Box den mittelsten Ton. Das ist ja auch ein mattes Braun. Den setze ich mir in meine Lidfalte.
Ein sehr, sehr schöner Ton, wie ich persönlich finde. Das ist so ein helles, mittleres oder ein mittleres Braun mit so einem kühlen Einstich. Den setze ich mir hier außen auch hin und auch an meinen unteren Wimpernkranz. Und auf dieser Seite mache ich das mit dem Ton Savannah. Der ist sogar noch ein Tickchen besser pigmentiert, ne? Man sieht schon einen leichten Unterschied, aber auch nur, wenn man ganz genau hinguckt. Mit dem dunklen matten Ton verdunkle ich auf dieser Seite hier ein ganz kleines bisschen. Und Earth ist zwar ein bisschen wärmer, aber auch hier wird damit verdunkelt. Ich finde tatsächlich sogar diesen Look mit der Safari Fever Palette ein bisschen schöner. NYX Glitter Glue kommt auf beide Seiten. Dann nehme ich mir hier den Goldton auf mein komplettes Lid und den Champagnerton nach innen. Und auf diese Seite gebe ich mir Solar Flare auf mein komplettes bewegliches Lid und Spirit nach innen. Ganz ehrlich, ich fand es einfacher, mit der Safari Fever zu arbeiten, als mit der Five in a Box. Ich finde, der Look ist schöner geworden und hier hast du mehr Auswahl. Also da würde ich definitiv diese empfehlen, präferieren, wie auch immer. Was meint ihr? Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr auch so meine Gedanken teilt, ne? Aber wenn du nicht ganz genau hinguckst, siehst du nicht, dass es zwei verschiedene Paletten sind, oder? Am besten bewertet wurde der Art Deco High Intensity Precision Liner 10. Das ist dieser hier und der ist auch wirklich großartig. Der hat vorne auch so eine Pinselspitze dran und ja, der ist wirklich auch sehr, 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 sehr gut. Lässt sich easy auftragen, blutet nicht aus und er hält auch wirklich sehr, sehr gut. Also den kann ich auch echt empfehlen, wenn ihr einen guten Drogerie-Eyeliner sucht. Ja, und bei dem am schlechtesten, da habe ich auch immer so Gefühle. Das ist der Catrice Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen. Ich meine, dass sie den auch in unterschiedlichen Farben mal rausgebracht haben, jetzt beim letzten Sortiments-Update. Die waren halt alle super schnell eingetrocknet, ne? Genau, der ist mit so einem Schwämmchen-Applikator. Aber wenn er malt, malt er gut. Ne? Kommen wir zu Setting Spray. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, das aufzuteilen, aber das kriegen wir hin. Da habe ich auf oder als bestbewertetes Produkt das NYX Matt Finish Setting Spray gefunden. Das ist dieses hier. Also nach wie vor, ne? Ich bin sehr verwirrt, dass so viele matte Produkte hier genannt wurden. Der Sprühstoß ist kurz und breit. Oh, meine Haare habe ich auch mitgesettet. Sehr gut. Und das hat auch wirklich eine gute Haltbarkeit, ne? Ich mag ja nicht so super gerne diese ultramatten Finishes, aber bei dem finde ich es in Ordnung. Das macht keine Flecken oder so und auch keine, ja, diese Pünktchen, die du sonst öfters mal siehst bei Setting Sprays. Das definitiv nicht. Und das macht aber auch nicht totmatt. Also da muss man jetzt eigentlich keine Angst haben. Deswegen ist es bei mir damals auch geblieben. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass Catrice kommt echt nicht gut weg. Das tut mir sehr, sehr leid. Denn ich liebe Catrice, ne? Ultralast Hoch 2 Fixing Spray. Hier ist das Ding einfach, ja, das ist sehr, 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 sehr haltbar. Man muss nur ein bisschen vorsichtig damit umgehen, weil das springt. Das ist kein, ich mach mal eben kurz ein bisschen Spaß, sondern das springt dich an. Also weit weghalten und dann wirst du nass. Wow. Aber man sieht hier definitiv jetzt nass, ne? Also man kriegt auch wirklich was aufs Gesicht. Und da empfehle ich immer, das ganz, ganz leicht mit dem Schwämmchen zu verteilen. Oder als kleiner Tipp am Rande oder Hack, wie auch immer, macht euch das auf ein Schwämmchen drauf, ne? Und gebt euch das mit dem Schwämmchen aufs Gesicht. Auch das ist möglich. Aber dann nicht doll drücken und die Foundation verreiben, sondern ganz leicht nur einarbeiten. Das Finish an und für sich mag ich gerne und auch die Haltbarkeit von beiden Seiten. Aber hier ist der Auftrag deutlich unangenehmer als hier. Jetzt kommen wir zu Mascara. Vorher will ich aber das machen, was ich immer mache. Das ist einfach Chancengleichheit. Wimpern biegen mit Catrice, ne? Mit der Catrice Wimpernzange. Das ist eine fantastische Wimpernzange. Am besten be bewertet wurde hier von Max Factor Masterpiece 2-in-1 Lash Wow Mascara. Die ist ja ein bisschen angelehnt an eine von bei Terry, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das ist nämlich so eine Gummibürstchen-Mascara. Man muss ein bisschen aufpassen, die kann pieksig sein. Und da wechselt man in den unterschiedlichen Schichten, je nachdem, was man für ein Finish haben möchte. Denn hier unten kannst du drehen, dann wird die so geswirlt, dann macht die einfach ein bisschen mehr Volumen. Und wenn du das halt gerade hast, ist das eher so für die Länge. Und auf der anderen Seite befindet sich Lash Like a Boss, das ist diese hier. Da ist das Problem, und das kann ich jetzt schon sagen, die smudgt halt über die Zeit, ne, wenn man nicht aufpasst. Die hat ein Faserbürstchen, was so bananenförmig gebogen ist. Und ich setze mir das, wenn ich meine Wimperntusche immer
so an. Also ich folge quasi meiner Augenform und nicht, dass es quasi nach oben offen ist, weil das für mich einfach nicht so gut funktioniert. Da muss man einfach für sich ein bisschen rumtricksen. Also merken wir uns, hier ist Max Factor, hier ist Essence. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass beide Mascaras zwar so ihren Reiz haben, aber beide hauen mich nicht vom Hocker. Beide würde ich auch als Kombi-Mascara verwenden, weil sie mir nicht genug Länge machen. Die machen mir persönlich nicht genug Wababoom, weswegen ich zum Beispiel nicht verstanden habe, weswegen sowas wie L'Oreal Panorama oder so vielleicht nicht so da oben in dieser Liga mitgespielt hat, fand ich sehr, sehr schade. Und hier habe ich auf der Essence-Seite auf jeden Fall etwas verklebtere Wimpern und die sehen nicht so gleichmäßig aus wie auf der Max Factor-Seite, wobei ich hier, ihr seht es, ne, sehr viel gepatzt habe. Aber das ist kein Problem. Dann nimmt man sich dann ja immer ein Spoolie, wenn alles soweit getrocknet ist, und dann kann man das eigentlich immer ganz entspannt wegbürsten. Das ist alles machbar, muss man nur wissen, dass man es trocknen lassen sollte. Aber ohne Flachs, Leute, wenn ihr mich so aus der Nähe seht, aus der Entfernung seht, da sieht man doch keinen großen Unterschied jetzt zu dem, was ich jetzt bislang drauf habe. Oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn man ganz genau hinguckt, ja, dann siehst du einen Unterschied. Ne? Gehen wir weiter zu Lip Liner. Da habe ich als bestbewertetes Produkt, mega nachvollziehbar, von Catrice, den Plumping Lip Liner. Ich habe den in der Farbe 020 What a Doll. Ich glaube, genau diese Farbe gibt es gar nicht mehr. Aber diese Plumping Lip Liner waren halt super gut bewertet. Die sind hochdrehbar und ich finde auch die Farbe sehr schön, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Gibt aber sicherlich dann dazu eine Alternative, ne? Super cremig, einfach aufzutragen. Also ich mag den auch sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich davon nicht sogar auch noch andere Farben habe. Und das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Von Max Factor haben wir hier den Color Elixir Lip Liner. Ich habe den in der Farbnuance 005 Brown Nude. Der war am schlechtesten bewertet. Und ich habe davon mal einen in Rot komplett aufgebraucht. Ich glaube, die sind ein bisschen härter. Das könnte sein, dass es Leute nicht so gut finden. Wobei das geht, ne? Es kitzelt ein bisschen. Ja, da sieht man jetzt auf jeden Fall, dass ich zwei unterschiedliche drauf habe. Aber also ich mag die Lip Liner Formulierung. Ich mag auch die Farbe tatsächlich sehr gerne. Das ist wirklich ein schönes Braun. Und ja, ich bin ein bisschen gepatzt, aber das ist nun mal so. Jetzt kommen wir zu den Lippenprodukten. Da wird es jetzt natürlich sehr konträr werden. Maybelline, die Lifterglosse, haben gewonnen mit 004 Silk. Die in der neuen Variante mit Plumping drin sind nicht so. Also, mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Den hier mag ich aber schon sehr gerne. Trage ich auch echt oft. Das ist halt wie ein, also es ist ja ein Lipgloss. Aber der hat halt auch seine eigene Farbe mit dabei. Das ist nicht so super krass. Also, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Farben, ne? Dass man da jetzt irgendwie sagt, ich brauche jetzt unbedingt jede Farbe. Aber ich finde die schon cool. Und vor allem mit dem Lipliner zusammen geht es gerade richtig gut. Ja. Und das war auch so ein bisschen nachvollziehbar, am schlechtesten bewertet. Ich wusste gar nicht, dass ich den noch habe. Von Catrice den Shine Bomb Lip Lacquer. Der ist nämlich umständlich. Ich weiß gar nicht, welche Farbe habe ich. 020 Good Taste. Denn die musst du ein bisschen antrocknen lassen. Ansonsten werden die klebrig und fleckig und nicht so geil. Ja, ein bisschen kühler ist der. Aber so, wenn man jetzt den Look sieht, von Weitem, da siehst du nicht so den allergrößten Unterschied. Ja, der wird langsam hart. Hart ist, wow, super Aussage, Claudi. Der wird langsam fest, aber es ist tatsächlich auch nicht mein absoluter Vibe. Ich finde, dass man nicht sieht, dass es die schlechtesten Produkte von DM sind und dass das die besten Produkte von DM sein sollen. Ne? Ich habe ja auch super viele Produkte, habt ihr ja auch mitbekommen, die ich einfach total gut finde, die ich jetzt nicht unbedingt auf der schlechten Seite gesehen hätte. Und so, naja, Produkte, die jetzt auf der am besten bewertesten Sache waren. Was meint ihr? Welche Seite würdet ihr jetzt mehr so präferieren oder welche Produkte? Schreibt gerne eure Favoriten und eure Hassprodukte in die Kommentare, da können wir uns gerne mal drüber austauschen. Und ja, das wäre es hier gewesen. Schaut gerne bei Sarah Isabel vorbei. Es müsste so um 18 Uhr ihr Video online kommen. Und ich bin mal gespannt, ob das bei ihr auch so ähnlich aussieht. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.